Wir begrüßen recht herzlich den Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier. Herr Minister Altmaier, die Corona-Pandemie hat viele negative Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und Wirtschaft. Können wir dennoch von einer positiven Kehrseite der Medaille sprechen? Und wenn ja, welche Anstöße und Neuerungen hat es durch die Corona-Pandemie zum Beispiel hinsichtlich der Digitalisierung in Deutschland gegeben? Die Corona-Pandemie hätten wir gerne unseren Bürgerinnen und Bürgern erspart. Denn sie hat wirklich viel Leid und viel Elend gebracht, sowohl für die Erkrankten, für die Verstorbenen, aber auch für unseren Mittelstand, für unsere Gastronomie. Und zu den ganz wenigen positiven oder nützlichen Elementen gehört, dass die Pandemie wie unter einem Brennglas die Stärken und Schwächen im digitalen Bereich deutlich gemacht hat. Die Stärken und die Schwächen, beispielsweise, dass es uns gelungen ist, Hunderttausende von Videokonferenzen, Telefonschaltkonferenzen quasi störungsfrei zu organisieren, dass Menschen miteinander reden konnten auf unterschiedlichen Kontinenten und Ländern. Wir haben G20-Treffen organisiert mit Teilnehmern in Indien, in den USA, in China, Russland, Saudi-Arabien und Europa. Und das alles hat aus dem Stand heraus funktioniert. Wir haben gesehen, dass es in vielen Fällen sogar Sinn machen kann, digitale Formate zu wählen, um damit Zeit, CO2, Energie zu sparen, schneller zu Entscheidungen zu kommen. Und trotzdem haben wir auch die Defizite gesehen. Ich sage das mit vollem Bedacht. Ich hätte mir nicht vorstellen können, wie viel in Deutschland auch zu Beginn der Pandemie noch gefaxt worden ist, wie viele analoge Arbeitsweisen überlebt hatten. Und da haben wir eben uns auch erlaubt, dass wir eben Energie und Zeit vergeudet haben in der Vergangenheit. Und es wäre gut gewesen, wenn in manchen von diesen Bereichen, etwa im Gesundheitswesen, die Digitalisierung früher begonnen hätte. Wir haben versucht, das während der Pandemie nachzuholen. Wir haben gemeinsam mit den Unternehmen übrigens auch während der Pandemie enorm viel investiert, um die Infrastrukturen auszubauen. Und das ist notwendig. Beispielsweise auch, wenn es um digitalen Unterricht geht. Da waren uns andere Länder voraus. Beispielsweise auch dann, wenn es darum geht, mit Lösungen der KI und Industrie 4.0 bestimmte Engpässe zu überwinden, Lieferketten zu reparieren, sicherzustellen, dass alles just in time verfügbar ist. Und was positiv ist zum Schluss, es hat überall in der Gesellschaft einen Digitalisierungsschub gegeben. Mittelstand, ganz wichtig, aber auch bei den großen Unternehmen und bei den privaten Bürgern, dass es heute so eine Knappheit gibt an Mikroprozessoren weltweit, an Halbleitern, hängt auch damit zusammen, dass die Nachfrage nach Laptops, iPads, Smartphones unglaublich gestiegen ist in allen Teilen der Welt. Und das zeigt, die Digitalisierung kommt voran. Ja, und ein letzter Punkt. Wir haben festgestellt, dass in einigen Ländern, wo das Thema demokratische Kontrolle und Verfahren nicht so ausgeprägt ist, die Pandemie viel energischer bekämpft werden konnte. Diese Länder sind jetzt bereits längst wieder im Aufschwungmodus und bereiten sich darauf vor, Marktanteile auch in anderen Ländern zu erobern, neue Marktanteile zu besetzen. Und deshalb müssen wir reagieren, deshalb müssen wir uns gut aufstellen. Und ich bin froh, dass ich vor der Bundespressekonferenz in diesen Tagen auch ankündigen durfte, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr wieder wachsen wird, und zwar um einen stolzen Betrag von rund 3,5%. Nun, ein wichtiges Thema bei diesem Prozess der Digitalisierung, das haben Sie gerade auch schon angesprochen, nämlich die KI, die künstliche Intelligenz. Mit der Strategie Künstliche Intelligenz will die Bundesregierung Deutschland und Europa zu einem führenden Standort für KI machen und Wettbewerbsfähigkeit sichern, sowie die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der KI in allen Bereichen der Gesellschaft fördern. Welche Rolle könnten dabei Start-ups mit innovativen Geschäftsmodellen einnehmen
um künstliche Intelligenz am Standort Deutschland voranzubringen? Ja, ich glaube, dass Startups ganz besonders wichtig sind, weil sie eine Innovations- und eine Flexibilitätsoption haben. Wir sind ja im Rennen um die künstliche Intelligenz nicht genau in der Pole Position, wo wir eigentlich hinwollten. Wir haben in den letzten 30 Jahren vieles im Bereich der KI in Deutschland erforscht und erfunden. Wissenschaftlich sind wir großartig. Wenn es dann aber darum geht, die PS auf die Straße zu bringen, dann machen uns manchmal andere etwas vor. Und hier müssen wir aufholen. Ob das beim autonomen Fahren ist, das nur mit KI wirklich funktionieren wird, ob das im Produktionsprozess sein wird oder ob das in der Kommunikation und in der Plattformökonomie sein wird. Überall gibt uns KI die Möglichkeit, zu geringeren Kosten mehr Qualität, mehr Service, mehr Dienstleistung zu ermöglichen. Und deshalb wollen wir, dass die Startups eine Chance haben. Junge Teams sind flexibel, sie sind oft auch kreativ. Sie wissen, dass es auf sie und ihre Ideen ankommt, wenn ihr Startup überleben soll, wenn es größer werden und wachsen soll. Und deshalb haben wir das Programm Exist. Da geht es um Ausgründungen von Startups aus den Hochschulen und Universitäten. Wir haben bei der KfW ein spezielles Förderprogramm eingerichtet für Startups, das mehrere private Investoren unterstützt. Wir wollen erreichen, dass mit einem 10 Milliarden Zukunftsfonds, wo es um Venture Capital geht, um Risikokapital, rund 30 Milliarden mobilisiert werden, 10 Milliarden vom Staat, 20 Milliarden in der privaten Wirtschaft, damit Startups auch in Deutschland Risikokapital zu guten Konditionen aufnehmen können. Heute gehen sie bei großen Tickets oft in die USA. Dort legen auch deutsche Investoren ihre Gelder an. Und ich finde, Europa und Deutschland müssen zu einem attraktiven, zu einem wichtigen Standort von Risikokapital weltweit werden. Der Fortschritt der Digitalisierung kommt aber auch nicht ganz ohne Preis. Wenn das Internet ein Staat wäre, würde es aufgrund seines Energieverbrauchs schon heute den 6. Platz weltweit belegen, Tendenz steigend. Am HPI haben wir daher eine Clean IT-Initiative gestartet, die auf Nachhaltigkeit bei der Entwicklung von IT-Technologien setzt. Inwiefern können Digitalisierung und Nachhaltigkeit insbesondere in der IT-Branche zusammengebracht werden? Ja, wir müssen sie zusammenbringen und deshalb möchte ich Ihnen auch zu Ihrer Initiative gratulieren und glückwünschen. Energieeffizienz ist überall wichtig. Wir müssen wegkommen von fossilen Energien hin zu Erneuerbaren, überall, aber gleichzeitig auch diese Energien so stromeffizient und wärmeeffizient wie möglich machen, damit es bezahlbar bleibt für unsere Umwelt, für uns alle. Und deshalb müssen wir uns genau anschauen, wo wir handeln müssen. Natürlich wird oft übersehen, dass neue digitale Möglichkeiten auch Energie einsparen. Beispielsweise kostet das Online-Banking für die Server viel Energie und Strom, aber andererseits, wenn ich zurückdenke, 20 oder 30 Jahre, da musste ich mindestens einmal die Woche zu meiner Sparkasse, da bin ich meistens mit dem Auto gefahren, da habe ich viel Zeit verbracht mit Warten vor den Schaltern, dann habe ich meine Banküberweisungen getan, seit mindestens 15 Jahren mache ich das online, im Online-Banking und das Ergebnis ist, dass ich unzählige Kilometer mit Benzin oder Diesel eingespart habe, dass ich viel Zeit gewonnen habe. Das ist der positive Effekt. Der weniger positive Effekt ist, dass man eben in der Begeisterung für diese neuen Technologien oft dem Thema Energieeffizienz nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet hat. Man ging davon aus, dass digitale Technologien per se nachhaltig sind und hat übersehen, wie viel nicht nur Platz, sondern eben auch Strom und Wärme
Strom verschlungen wird und Wärme produziert wird, wenn man etwa Daten speichert oder Daten verarbeitet. Hier gibt es Lösungen, hier muss an Lösungen gearbeitet werden. Und ich bin überzeugt, so wie wir heute eine viel höhere Energieeffizienz haben in den meisten Industrieunternehmen bei ihren Produktionsprozessen, so können wir hier mit passgenauen Lösungen auch künftig Elektrizität einsparen. Das ist inzwischen auch attraktiv, denn es gibt so viele Rechenzentren, so viele Cloud-Speicher, dass es eigentlich auch ein lukratives Geschäftsfeld ist, hier Lösungen zu entwickeln, die dazu führen, dass die Betreiber der Rechenzentren weniger Geld ausgeben müssen, um ihren Strom zu bezahlen, aber gleichzeitig auch sicherstellen, dass weniger CO2 in die Atmosphäre gelangt und dass die Kosten für alle beherrschbar bleiben. Nicht nur beim Thema Nachhaltigkeit gibt es Bedenken. Schauen wir doch auch noch auf das Thema Datenschutz. Mit der Gaia-X entwickeln Vertreterinnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik auf europäischer Ebene einen Vorschlag zur Gestaltung der nächsten Generation einer europäischen Dateninfrastruktur mit dem Ziel, eine gemeinsame Anforderung an solche europäische Dateninfrastrukturen zu entwickeln. Und gleichzeitig haben doch viele Bürgerinnen und Bürger Bedenken hinsichtlich des Teilens ihrer Daten. Wie kann das Vertrauen in digitale Technologien gestärkt werden? Ich glaube, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, dass die Erzeugung und die Speicherung von Daten in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen hat und dass wir am Anfang eines Prozesses stehen, wo noch sehr viel mehr Daten anfallen werden. Viele von denen sind anonyme Daten, die einem Bürger gar nicht zugeordnet werden können, Bewegungsdaten, Daten, die sich ergeben aus der Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Und all diese Daten bilden einen wichtigen Rohstoff, wenn es darum geht, Geschäftsmodelle zu verbessern, wenn es darum geht, neue Erfindungen zu machen. Man nennt es Data Mining und es spielt international heute schon eine ganz bedeutende Rolle. Und wir möchten eigentlich, dass auch europäische Unternehmen bessere Marktchancen haben und dass sie ihre Geschäftsmodelle entwickeln können. Und dazu haben wir Gaia-X gegründet. Gaia-X wird von einigen hundert Unternehmen unterstützt. Wir haben einen Verein gegründet nach belgischem Recht, wo die Unternehmen zusammenarbeiten und sie sollen Folgendes erreichen: Vertrauen ihrer Kundinnen und Kunden, indem wir einen Gaia-X-Standard festlegen. Ein Gaia-X-Standard, der dem einzelnen Bürger die Gewissheit gibt, dass seine Daten solide und seriös behandelt werden. Das gilt dann im Übrigen für deutsche und europäische Anbieter genauso wie für amerikanische oder chinesische, die sich dem Gaia-X-Standard freiwillig anschließen und dann sagen können, wir behandeln eure Daten nach diesem Standard. Zweitens, das Teilen von Daten ist etwas, was viel weniger die einfachen Bürger betrifft, als vielmehr mittelständische Unternehmen. Wenn es darum geht, Data Mining zu betreiben, wenn es darum geht, neue Innovationen zu entwickeln durch die Auswertung von Daten, oftmals auch von Daten, die schon älter sind, dann ist es ganz wichtig, dass gerade Mittelständler, die nicht so viele Daten haben, die sie dafür einsetzen können, ihre Daten mit anderen poolen können, dass sie sich sharen können, dass sie die Algorithmen gemeinsam trainieren können, aber immer so, dass es verantwortlich ist und dass es die Sicherheitsinteressen des einzelnen Bürgers respektiert. Das soll Gaia-X voranbringen. Hier entstehen ganz neue Ökosysteme und deshalb hat eben Gaia-X dann auch zum Gegenstand, dass Bürger sich ganz bewusst entscheiden, möchte ich meine Daten eigentlich lieber bei einem amerikanischen Unternehmen speichern oder bei einem französischen, einem deutschen oder einem niederländischen. Entscheidend ist, dass die Transparenz und die Auswahl stimmen und dann wird es für Bürger und für Unternehmer zu einer Win-Win-Situation und das möchte ich gerne erreichen. Am 18. Mai
findet ein Treffen der Plattformvorsitzenden des Digitalgipfels mit Ihnen und Bundeskanzlerin Merkel statt. Dazu noch eine letzte Frage. Welche Schwerpunkte waren Ihnen in den letzten Jahren in der Zusammenarbeit mit der Plattform besonders wichtig und welche Themen sollten in der Zukunft noch gesetzt werden? Ja, das Wichtigste bei diesem Digitalgipfel ist, glaube ich, dass wir die einzelnen Stakeholder zusammenbringen. Die Wirtschaft und die Politik, aber auch Start-ups und hochinnovative Unternehmen. Dieser Digitalgipfel hat in der Kanzlerschaft von Angela Merkel inzwischen 16 Mal stattgefunden. Wir bereiten den nächsten Digitalgipfel vor. Und es hat sich sehr bewährt, dass wir in den letzten 6 Jahren immer ein übergreifendes Thema für den Digitalgipfel bestimmt haben, zum Beispiel die Bildungspolitik, zum Beispiel die Nachhaltigkeit, aber auch die Frage der künstlichen Intelligenz und viele andere Fragen mehr. Das hat dann dazu geführt, dass alle sich vorbereitet haben, dass es zu guten Dialogen gekommen ist und dass sich auch manches verändert hat. Wir treiben den Prozess zusammen, indem wir das Treffen der Bundeskanzlerin mit den Plattformvorsitzenden organisieren. Ich verspreche mir dabei, dass wir zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft noch einmal die großen Prioritäten der nächsten Jahre diskutieren, dass wir uns vielleicht darauf verständigen, in welchen Bereichen wir besonders schnell vorangehen. Und ich denke, dass wir auch durch die Bundestagswahl und die Regierungsbildung nicht zulassen dürfen, dass der Digitalgipfel in den Hintergrund tritt. Er ist zu einem wichtigen Ort der Digitalisierung geworden. Das verdanken wir all denen, die sich eingebracht haben und noch einbringen. Und deshalb haben wir auch eine Verantwortung, den nächsten Digitalgipfel zu einem Erfolg zu machen. Vielen Dank, Herr Minister Altmaier, für Ihre Zeit und für Ihre Antworten. Ich danke Ihnen.